Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge des Risen. Zwei Let's Plays, wo wir gerade auf dem Rückweg zur Stadt sind. Ach, nachdem wir mit Eltrich hier alles geklärt haben, wissen, dass es eine fliegende Stadt gibt. Und wir jetzt eigentlich versuchen müssen, in der Stadt das zu regeln, dass wir dort jetzt irgendwie rauskommen. Ich rede erstmal einmal kurz mit Patty jetzt. Und danach mache ich mit euch zusammen ganz kurz mal ein kleines Recap, beziehungsweise eine Bestandsaufnahme, was wir denn momentan für Quests haben, welche wir davon noch lösen müssen und so weiter und so fort. Ich muss da lang. Ich weiß von... Nee, wir laufen erstmal dahin, dann mache ich mit euch die Bestandsaufnahme. Bevor ich das jetzt hier alles durcheinander erzähle, machen wir das gleich sinnvoller. Und damit sind wir in der wunderschönen Hafenstadt auf, wie heißt die Insel? Antigua. Hafenstadt von Antigua, ihre See. So. Da oben haben wir Patty. Ich rede einmal kurz mit ihr um irgendwas. Okay, wir machen erstmal die zwei Punkte. Von einem Lufttempel hast du nicht zufällig etwas gehört, oder? Ich habe viel gehört, aber davon weiß ich nichts. Und was ist mit einer Insel inmitten von magischen Stürmen? Von Magie verstehe ich nichts. Bei der Beschreibung fällt mir nur die Sturminsel ein. Ich weiß sogar, wie man da hinkommt. Sturminsel, Klingt gut. Ein Versuch ist es wert. Ich habe das Amulett der Erde. Sehr gut. Damit hätten wir dann ein weiteres Titanenartefakt. Ich hoffe, die nutzen uns auch was. Hey, Mara ist ein bösartiges Weibsbild. Die wird dich doch nicht aufhalten. Nicht solange du auf mich aufpasst. Lass den Blödsinn. Wir haben noch viel zu tun. Alles klar. Gut, dann können wir jetzt Kurs setzen? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Also, wir können jetzt zur Sturminsel. Okay, also. Bevor wir jetzt aber zur Sturminsel gehen, machen wir jetzt eine Übersicht, was wir hier noch machen. Wir wollen ja eigentlich an dem Blutdolch von Captain Slane da drüben. Und der kann aber hier ja nicht ablegen. Er weiß aber, dass es auf einer bestimmten Insel ist und da müssen wir ja helfen. Wir brauchen Vorräte, um überhaupt ablegen zu können, angeblich. Und dazu brauchen wir Schiffsausrüstung, die folgenden Schiffsausrüstungen. Wir brauchen noch Pulverfässer, wir brauchen Wasserfässer, wir brauchen den Steuermann für Captain Slane und die Pistole. Bei der Pistole bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das regeln sollen. Bei den Pulverfässern auch nicht. Wir haben eigentlich bereits für die Kanonen gesorgt, aber anscheinend wohl auch nicht. Ja gut, also den Steuermann, ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Den Steuermann brauchen wir ja nur reden. Da haben wir ja einen, der ist da unten. Den können wir ja einfach mal vermitteln. Also ich würde gerne jetzt zuerst das Dolch-Problem mit Captain Slane regeln, bevor wir auf die Sturminsel fahren. So, und zwar was... Wer solche Freunde hat, braucht du das, glaube ich. Du warst der Steuermann, ne? Ich denke, ich habe einen Job für dich. Was jetzt? Schmeißt du deinen Steuermann raus? Nein, das nicht. Moment mal. Ich soll doch wohl nicht etwa bei Slane anheuern, oder? Wo ist das Problem? Auf dem Kahn von Slane sterben sie wie die Fliegen, sagt man sich. Da würde kein Schwein freiwillig anheuern. Wie kann ich dich zu einer Heuer auf Slanes Schiff überreden? Ich werde keinen Fuß auf seinen Kahn setzen, Captain. Nenn mir deinen Preis. Nee, lass mal. Um Gold geht's mir nicht. Ich habe eine viel bessere Idee.
Wir beide werden jetzt einen kleinen Wettkampf ausfechten. Was? Ja, wenn du gewinnst, heuer ich bei Slane an. Und was ist, wenn du gewinnst? Dann wirst du dir freiwillig die Fresse polieren lassen für die Frechheit, mir Slane andrehen zu wollen. Okay, das klingt doch mal lustig, machen wir. Ja, das sieht dir ähnlich. Du willst dich wohl aus dem Staub machen, was? Nix da, hier wird nicht gekniffen. Okay, eigentlich wollte ich nochmal speichern, aber okay, dann nicht. Wie du willst. Ich bin dabei. Das höre ich gerne. Also, soll ich dir die Regeln erklären? Erklär mir die Regeln von deinem Wettkampf. Zuerst klopfen wir uns ein bisschen gegenseitig auf die Leber, bis einer gewinnt. Als nächstes musst du meinen Rekord im Rumkrüge leersaufen schlagen. Zu guter Letzt darfst du beim Flaschenschießen nicht weniger Treffer landen als ich. Verstanden? Okay. Okay, lass uns anfangen. Alles klar, auf geht's. Zuerst das Duell. Eine Sache noch dazu. Wenn du abhaust, zählt das als Niederlage. Also dann, verteidige dich. Wie war alles hin? Ja, das ist easy going. Irgendwie wehrt er sich nicht richtig, aber egal. Ich mache mir um die anderen beiden Sachen mehr Sorgen. Um jetzt das Saufen, weil ich habe nämlich Saufen nicht geskillt. Tja. Das war ein guter Kampf. So, das war das Duell. Jetzt wird gesoffen. Auf geht's. Ich habe vergessen, wie das Duell ging. Los geht's. Gut gemacht. Okay. War mir nicht sicher, ob das richtig war. Ja, ja. Jetzt wird geschossen. Du musst mehr Treffer als ich. Also triff sie mal. Eieiei, wo muss ich hinschießen? Oh, Kacke. Schieß doch! Drei, vier, fünf, sechs, Kacke, sieben, acht, yes! Unglaublich! Okay, das war witzig. So stelle ich mir Minispiele vor. So, unser Wettkampf ist vorüber. Dann wollen wir doch mal sehen. Das Duell hast du gewonnen. Beim Saufen hast du mich unter den Tisch gesoffen. Punkt für dich. Das Schießen hast du für dich entschieden. So, du hast tatsächlich alles gewonnen. Ich hab dich geschlagen. Oh, mein Schädel. Sieht ganz so aus, als hätte ich verloren, was? Yep. Oh Mann, na gut. Ich werde bei Slane anheuern. Ich hoffe nur, dass er mich nicht gleich nach dem ersten Mond an die Haie verfüttert. Ich muss mich jetzt verabschieden. Gute Reise, Steuermann. Ja, wünsche ich dir auch, Captain. Ich melde mich bei Slane, sobald ich meine sieben Sachen zusammen habe. Sehr gut. Wir sehen uns auf See. Ja. Wenn's ehrlich? Es war unerwartet witzig und auch geil mit diesen Minigames. So sieht es aus, ist Slane noch. Wie sieht es aus? Ist Slane noch auf sein Schiff? Weil wenn ja, würde ich ganz kurz einmal mit Slane reden. Da ist er. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Brauchst du... Okay, lass uns noch ein bisschen plaudern. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen,
Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Ja, man kommt viel herum. Und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Das kann ich nicht, auch wenn ich gerne wollte. Na gut, du wirst deine Gründe haben. Ja, später vielleicht. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Alvarez ist also dein Mentor? Wenn du so willst. Doch hat er sich kein Stück weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen Sprüche, immer noch die gleiche Engstirnigkeit wie früher. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust. Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund. Ja, ich weiß. Was kannst du mir über Kapitän Garcia erzählen? Ein gieriger Mistkerl. Aber er ist gut. Er ist seinen Gegnern immer um eine Nasenlänge voraus. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er es eiskalt durch. Wir werden noch eine Menge Spaß mit ihm kriegen. Wo könnte sich Garcia aufhalten? Ich habe absolut keine Ahnung, mein Freund. Angeblich soll er in Caldera gesehen worden sein. Aber ob das stimmt? Wer weiß. Eine Sache noch. Ja? Das, guck mal. Was gibt's? Wir gucken uns das mal an. Sollen die Sachen direkt auf dein Schiff geliefert werden? Nein. Wenn sie zum Hafenkai gebracht werden, reicht mir das. Meine Leute werden den Rest erledigen. Gut. Wie viele Fischfässer brauchst du genau? Keine Ahnung. Eine Handvoll vielleicht. Gut. Ich denke, Eddie, der Fischer, wird genug für uns beide haben. Eddie? Hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. Naja. Er soll ja auch nur Fisch und keine wichtigeren Sachen liefern. Brauchst du eine spezielle Kanone? Wieso? Hab ich denn eine Wahl? Wilson, der Schmied, versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut. Die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus? Okay. Ja, der hat mir gefallen, der Spruch. Eine Kanone, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Gut, muss ich jetzt noch mit Wilson einmal reden? Ich probier's mal. Weil ich glaube nämlich, dass da noch ein bisschen was fehlt. Aber sicher bin ich mir nicht. Wo war Wilson? Hier links. Jetzt wäre ich fast dran vorbeigelaufen. Was? Da ist Wilson. Deine Pistole liegt beim Büchsenmacher? Verdammt, was weißt du davon? Nur so viel, dass sie scheinbar sehr viel wert ist. Und wenn schon? Warum interessiert dich das? Sieht so aus, als würdest du sie nie wiederkriegen. Ach, willst du mich verhöhnen? Eines Tages wird Donovan sie mir zurückgeben, auch wenn ich ihn dazu zwingen muss. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Warum bezahlst du ihn nicht einfach? Er gefriert die Hölle, als dass ich ihm mein Gold in den Rachen werfe. Ich bring dir deine Pistole zurück. Ha, meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Schon gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Das lass mal meine Sorge sein. Oh Mann, mach keinen Mist, klar? Okay, gut. Dass es mit der Pistole, dass das nicht geklappt hat, das weiß ich ja leider schon. Die Frage, ob wir das Ding noch gedreht kriegen. Was sein muss, muss sein. Das ist das Schießduell beibringen. Zeig mir deine Pistolen. Was kannst du mir beibringen? Nee.
Was machst du ihr? Ach doch, ich glaube, der wollte ja das Schießduell gegen mich durchführen, oder? Wartet. Logbuch? Wissenspistole. Sollen wir nicht einmal herausrücken? Irgendwie muss ich doch da rankommen. Wollt ihr sie nicht geben, wenn ich das Schießduell so, gegen ihn gewinne? War da nicht was? Glaube. Kannst du mir was beibringen? Ah, oui. Was willst du wissen? Ja, das will ich nicht wissen. Okay, wir machen mal das Schießduell. Lass uns das Schießduell beginnen. Mit Vergnügen, mon Kapitän. Folgt mir. So wie es reingeht, so geht es auch raus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das der Weg war, dass ich an die Pistole von Wilson komme. Aber ich bin mir auch mit diesen Kanonen noch unsicher, was da wie wobei rumkommt. So, da sind wir. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Von mir aus. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich bin bereit. Ah bon? Dann hört mir zu. Ihr müsst wie 8 Treffer landen. Dann gewinnt ihr. Attention! Es geht los. Eieiei, 8 Treffer. 1. Schieß doch! 2. Hör auf, so scheiße zu werfen! Beim nächsten Mal hast du vielleicht 6. 2 mehr hätte ich treffen müssen. Oh, ihr habt verloren. Das tut mir aber leid. Ich will noch eine Runde. Ihr könnt es so oft versuchen, wie ihr wollt. Ihr werdet es nicht schaffen. Aber wenn ihr darauf besteht, es geht los. Alles klar, dann. Das reicht, glaube ich, schon wieder nicht mehr. Beim nächsten Mal. 4, 6, 8, 10. Ja, wir brauchen. Ich darf nur 2 Fehlschüsse machen. Also ich muss mich echt konzentrieren. Schieß doch! Schieß doch! Am besten ich schieße nur. Schieß doch! Wenn er auch Sachen. Schieß endlich. Scheiße! Die auch gut sind. Sachen wirft, die auch gut sind. Die 3 müssen sitzen. Damn. Beim nächsten Mal hast du vielleicht mehr Glück. Damn? Dang, wollte ich sagen. Egal. Ich will und wirf ordentlich, du Arsch. Genau. Schieß doch! Schieß doch! Den hätte ich treffen können, ehrlich. Schieß doch! Den auch. Beim nächsten Mal hast du vielleicht mehr. Das ist unerwartet schwer. Schieß doch! Worauf wartest du? Schieß endlich! Weil ich den getroffen habe, das war so viel Glück. Verdammt! Beim nächsten Mal. Ja, es dürfen maximal 2 Fehltreffer dabei sein. Sobald ich einen 3. Fehlschuss mache, habe ich es leider nicht geschafft. Schieß doch! Komm, den hätte man treffen können. Den auch. Vielleicht ein anderes Mal? Eieiei. Schieß doch! Noch komm! Schieß doch! Okay, gut. Dann. Vielleicht ein anderes Mal? Werden wir das mal nächste Folge probieren?
Das Ding stellt sich als schwerer heraus, als ich dachte. Eieiei. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob das das ist, was ich brauche, um diese Kanone zu bekommen. Die Pistole zu kriegen. Aber anscheinend brauche ich die Pistole für die Kanonenlieferung. Obwohl mir eigentlich die Kanonenlieferung schon zugesagt worden ist. Ich habe aber keine Ahnung, aber wir arbeiten einfach die Quest ab. Wir gehen erstmal in die nächste Folge. Ich bedanke mich jetzt soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie ein Scheiß. Und sagt wie immer zum Schluss. Tschüss mit Ö.